Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Die Sims 4 mit unserer WG und den super, super süßen Pärchen hier. In der letzten Folge haben wir den allerersten Kuss erlebt mit der Sophia. Und ja, und wir sind halt, haben halt so eine schöne romantische Gegend fertig gemacht an den Klippen, haben da schön Grill hingestellt, haben für sie gekocht und ja, haben dann wollte sie eigentlich gehen, wir konnten sie aber dann doch noch überzeugen zu bleiben, also vielleicht hat sie ja so ein bisschen geahnt, was sie halt vorhatten, aber ja, sie ist dann irgendwie dann doch geblieben. Und ja, jetzt quatschen die beiden Mädels hier anscheinend, währenddessen er halt pennt. Und dann haben wir uns halt einfach getraut und haben sie geküsst und haben halt erfahren, dass es halt für beide der allererste Kuss ist. Also Axel, er versucht ein wenig, ein bisschen zuversichtlicher zu sein, selbstbewusster und Sachen einfach auszuprobieren. Und er ist, glaube ich, so verliebt, dass er sich einfach denkt, ich muss es einfach tun und ich bin so alt. Und also er denkt halt schon, in meinem Alter, da haben die meisten halt schon solche Beziehungen halt hinter sich und ja, ich sollte einfach mal was machen und hat halt gedacht, gut, ich mache es jetzt einfach und natürlich auch in einer romantischen Gegend, in einer romantischen Situation, so wie er sich das halt einfach wünscht, seinen ersten Kuss zu haben und er ist immer noch super glücklich, weil er seinen ersten Kuss hatte und naja, also mal sehen, wie es halt wird. Also ich glaube, er wäre jetzt auch eine Person, die halt alles komplett überstürzt und sagt so, oh, und ich muss dich jetzt heiraten und wir sind für ewig miteinander verbunden und du musst einziehen und halt alles. Aber damit werde ich natürlich erstmal warten, bis ich halt mit dem ganzen Vorproduzieren halt fertig bin, um eure Meinung zu wissen, ob ihr das natürlich möchtet, dass sie vielleicht einzieht, ob ihr denkt, sie ist die Richtige. Und ich habe mir aber gedacht, der erste Kurs ist vollkommen okay, es ist seine erste Beziehung und da hat man normalerweise dann auch seinen allerersten Kuss. Also, so stelle ich mir das vor, also, ja, sozusagen so war es so circa bei mir und ja, ein bisschen anders, aber also so Mädchentraum, so man lernt einen Mann kennen und er ist so prinzenhaft und er ist so süß und er kümmert sich immer um einen, er ist immer für einen da und ja, man, er ist die Person, die man zum allerersten Mal küsst, er ist die Person, die man heiratet und er ist die Person, mit der man halt Kinder zeugt und ja, so wird das, so stellt er sich das wohl irgendwie mega vor. So in seinem jungen Mädchentraum so. Und ich weiß nicht, wie die Sophia das findet. Sie hatte ja schon einen Freund vorher, aber scheint ja dort wirklich nur zusammen gewesen zu sein. Also so eine jugendhafte Beziehung. Und mein Gott, geht der ran. Der denkt sich so, oh, die will ich haben. Umura Gensiba. Rockstar. Möchtest du jetzt, kann ich dich jetzt hier vielleicht bitten, über Nacht zu bleiben? Also ich möchte nicht mit dir schlafen, aber willst du einfach nur über Nacht bleiben? Du musst nicht nach Hause gehen. So, das fände ich jetzt voll schön, aber... Ja, die liebe Melody und die liebe Saskia, da läuft es ja bis jetzt eigentlich super gut mit. Und ja, irgendwie... Es ist so seltsam, also es läuft halt total gut momentan. Er hat eine Beziehung, sie hat eine Beziehung. Und sie sind halt beide super glücklich, was halt auch ein bisschen komisch ist. Und ja, dann, ach, mit der Caroline. Ja, komm, wir können uns eigentlich mal wieder die Caroline anrufen und uns mal mit der mal wieder hier verabreden. Sie sagen, ey, komm doch mal vorbei und wir machen was und mal gucken. Ich könnte mir halt auch irgendwie super gut vorstellen, dass jetzt halt auch irgendwie mal bald was irgendwas Schlimmes passiert, weil die Melody ist eigentlich jetzt nicht eine Person, die wirklich treu ist. Und ja, hier ist natürlich auch so eine super aufreizende Person. Und ja, vielleicht
sie hat jetzt ihre Freundin und versucht vielleicht jetzt durch andere Sims ein bisschen zu gucken, so kann ich noch flirten? Bin ich noch so eine Person, die flirten kann? Sneebs. Banza Looney. Und es scheint halt auch noch vollkommen zu klappen. Und die Caroline geht halt auch echt drauf ein. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine Person, die halt mal so zwischendurch halt einfach mal was macht. Und okay. Ja, wir machen nichts. Du. Die geht. Ich mach nichts, ne? Das war ich jetzt nicht. Das machen die alle von allein. Sie will unbedingt total flirten und Caroline ist halt auch voll in Flirtstimmung. Okay, oder halt jetzt auch nicht mehr. Weapon on L! Agasaur! Zafur! And not a Dana! Savrim Lumesh! Melody hat erfahren, dass Caroline mit Felix verheiratet ist. Also, man erfährt dann noch sofort, mit wem sie komplett verheiratet sind. Pator! Gelna Blash? Cool! Befete Felka! Venu! Du haust nicht ab, du probierst es noch. So, du musst gucken, wie weit du kommst. Auch wenn sie einen Mann hat. Aber ich glaube, das ist sowas, was. Melody die muss ich ausprobieren. Also. Das war jetzt aber Caroline. Das war jetzt aber definitiv Caroline, die geht jetzt gerade mal voll ran. Du machst es auch echt gleich mal sauber und dann kannst du auch eigentlich sofort schlafen gehen. Und dann gucke ich nämlich hier, was die beiden nämlich noch so weitermachen. Aber irgendwie scheint das gut zu laufen. Okay. Du gehst mal. Ja. Du kriegst davon nichts mit. Du wirst von jemandem anrufen. Oh, Jade, nein. Ich will nicht mit dir feiern gehen. Mensch, ey. Oh, ich glaube, wir können hier die Tür auch wieder komplett aufschließen. Die ist aufgeschlossen. Okay. Okay, ich davon nichts mit. Oder die Tür ist zu. Ja, die Tür ist zu. Ich krieg davon nichts mit. Okay, er hat es jetzt gerade gesehen. Ja, okay, gut. Gut. Ich glaube, er wird sich einfach mal nicht einmischen. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was ihm wirklich angeht. Oh, so Dornell. Dorna? Komm, wir probieren es jetzt einfach mal, sie zu küssen. The more so a vine. Es hat geklappt. Melody natürlich so voll Erfolg. So, yay, ich hab's geschafft. Ich bin immer noch gut. Ich kann immer noch Leute verführen. Und sie ist, also... Ja, sie ist ja auch total süß und ich kann mir voll. Melody ist halt auch jemand, die braucht, glaube ich, auf jeden Fall Bestätigung und die gehen voll aufeinander ein. Das ist so krass. Sie hat jetzt zwar voll die Ehe gebrochen. Das ist so heftig, aber also nicht wirklich gebrochen, aber. Yibs, Sharuna in a prep. Zar Zoob. Heißer Draht, dies könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Okay, also sie fühlt sich insgesamt doch ziemlich wohl.
Aber ich weiß jetzt, sie ist sich nicht sicher. Soll sie noch mehr machen? Soll sie weiter auf Karen eingehen? Aber sie scheint doch lieber das Bett alleine. Außerdem verschwindet sie. Okay, also sie hat es geschafft, ein bisschen zu flirten. Und ich hoffe jetzt mal echt, dass es der Felix nicht mitbekommt. Weil das wäre nämlich jetzt die Katastrophe pur, wenn Felix mitbekommt, dass sie seine Freundin, also seine Frau, geküsst haben. Und die haben ja eigentlich auch schon ein Kind. Das wäre es natürlich jetzt auch noch. Das wollen wir natürlich gar nicht. Also ja, Melody wollte sich wahrscheinlich einfach mal wieder ausprobieren. Sie ist jetzt schon ein bisschen länger halt wieder in der Beziehung oder in einer Beziehung und wollte halt gucken, ob sie flirten kann, ob sie verführen kann, und es scheint gut geklappt zu haben. Also sie hätte auch noch einen Schritt weiter gehen können. Aber mehr als einen Kuss wollte sie dann doch nicht machen, und ich bin auch ganz froh, dass sie da nicht auch so von selbst irgendwie noch mehr gemacht hat. Ich glaube jetzt mal so ein bisschen so, ja, jetzt ist so ein Gefühlschaos, und ja, sie hat jetzt zwar, ist es jetzt die zweite Frau, an die sie sich jetzt probiert hat dran zu schmeißen, und ich glaube, sie weiß auch noch gar nicht, in welche Richtung sie gehen wird. Also sie hat jetzt doch eher so mit der zweiten Frau halt und hat gedacht, oh, eigentlich, also Caroline ist ja schon voll die Süße, also die sieht ja echt gut aus. Und sie ist sich, glaube ich, auch noch gar nicht sicher, ob sie jetzt wirklich hauptsächlich Frauen oder Männer oder doch mal so, immer so, wie sie es gerade will. Aber momentan scheint sie wirklich vollkommen auf Frauen zu stehen. Und ja, vielleicht sollte sie mal für sich selbst ausprobieren, ob sie mit einem Mann irgendwie flirtmäßig was hinbekommt. Das wäre es natürlich auch. Und ich glaube, so eine Hausparty oder so für sie wäre auch mal wieder gut, so eine eigene Hausparty zu erstellen, zu machen. Und ja, klar, sie muss jetzt ein paar Leute kennen, aber das sieht doch eigentlich jetzt ganz gut aus. Aber jetzt auch. Okay, das Essen schmeckt dir überhaupt nicht, oder? Das war jetzt mal nicht sehr lecker. Dann, das war die Kekse mit Schokostückchen. Ja, dann, tun wir sie dann, glaube ich, einfach mal weg, ne? Fandest das jetzt auch nicht lecker. Deine Freundin fand das auch nicht lecker. Naja, Axel ist natürlich jetzt auch verwirrt. So, wieso? Okay, ich hab's jetzt mal so kurz gesehen. Haben die wirklich geflirtet? Oder was war das? Und er weiß jetzt halt auch nicht, wie er reagieren soll. Soll er halt, soll er halt wirklich der Saskia davon erzählen, dass, sie fremd geflirtet hat? Also er ist ja jemand, der wirklich treu ist und mit sonst niemandem rumflirtet. Also die Beziehung zu Eva, das war halt vorher. Das ist ja jetzt nicht mehr. Er flirtet ja auch gar nicht mehr mit ihr und hat auch eigentlich nicht so wirklich mehr viel mit ihr zu tun. Aber ja, die Melody, sie scheint wohl noch nicht genau zu wissen, was sie möchte. Ob sie eine sprunghafte Person ist oder... Ja, die ist sich noch nicht ganz so einig, was sie will. Und ist das Essen überhaupt noch gut? Es scheint noch gut zu sein. Und dann fragt er sie natürlich so, ey, was war das? So. Und ja, erzähl dir einfach mal von deinem Problem, was du jetzt hast. So. Okay, und wollen wir vielleicht irgendwie uns mal zusammensetzen und... Ich habe mitgesehen, wie du mit ihr geflirtet hast. Wie soll ich das jetzt machen? Und oh mein Gott, sie ist so schockiert. So. Ich muss doch wissen, wie gehe ich jetzt damit um mit der Situation, Melody. Du hast flirtest fremd und du weißt, dass ich eine ähnliche Person bin. Außerdem stinkst du. Geh mal duschen. Er verzieht sich in sein Zimmer und ja, er muss jetzt erstmal in Foren provozieren. Er muss seine Wut jetzt in Foren auslassen, weil er das einfach... Das ging halt einfach nicht. Er muss jetzt Leute in Foren ärgern, weil er es einfach nicht weiter kann. Ja, das ist schon eine Situation hier. So ganz unverhofft und gewollt. Er sollte ja nichts davon mitkriegen. Das war ja eigentlich nur so ein Test für Melody, um zu gucken, kann ich es halt noch? Ich bin... Ja... Sie ist jetzt nicht die Treueste. Sie probiert es natürlich und warum sollte sie treu bleiben? Sie ist halt noch jung und sie möchte noch mega viel erleben. Und warum ist sie bitte schon nach Windenburg gezogen und wollte halt eigentlich erfolgreich werden, wollte Leute kennenlernen, wollte viel erleben. Und wenn sie dann sofort in der Beziehung feststeckt, dann wird es ja nicht. Oh, Kenny.
Naja, wie wär's? Das wär's ja auch, oder? Naja, die einzige Person, die sie ja wirklich kennt, Mike, der ist, ja, der ist jetzt wirklich nicht so ihr Typ, oder auch nicht mein Typ. Also ich glaube nicht, dass sie mit sich mit so jemandem jetzt, ja, obwohl, er wäre jetzt was komplett anderes, so mit Bart und alles. Ich glaube, das wäre, ich weiß es nicht. Ist irgendwas schon wieder kaputt gemacht. Oder du hast irgendwas angestellt. Irgendwas ist hier schon wieder, oh, das Waschbecken ist dreckig. Ist das gerade möglicherweise, magischerweise dreckig geworden, oder? Er denkt an Techtelmechtel. Techtelmechtel mit jemandem. Also er möchte unbedingt... Also er wäre soweit, wirklich mit der Sophia auch zu schlafen. Soweit ich das jetzt mitbekomme. Sie hat Juckreiz. Du bist doch gerade gewaschen. Bist du vielleicht... Die ist wahrscheinlich jetzt krank geworden durch irgendwas. Die Dusche ist aber sauber. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was sie machen soll. Beste Freundin ist Sophia. Aber wenn sie das Sophia erzählt, und Sophia kennt ja auch so eigentlich, glaube ich, ganz gut Saskia, und Sophia erzählt das möglicherweise dann ihm, und oh, das geht gar nicht. Also sie muss mit irgendjemandem anders darüber reden können jetzt. Aber wer ist denn das? Also mit Felix kann sie nicht drüber reden, das geht mal gar nicht. Und ja, Lea wäre die Einzige, mit der sie jetzt drüber reden könnte. Dann werden wir uns, glaube ich, jetzt einfach mal mit der Lea mal kurz im Café treffen und hier halt die Situation erklären, sofern jetzt halt nicht ungewollt da irgendjemand auftaucht. Aber wir gehen, glaube ich, mal ins Café Frische Brise, weil da sind wir nämlich mit denen nicht unterwegs. Dann nehmen wir die Lea mal. Oder, ja, die Eva kennen wir nicht. Clara, ja, das können wir auch nicht erzählen, weil wenn Clara das erzählen, die dreht durch. Weil die ist selbst verheiratet, und wenn sie dann erfährt, so was, du hast mit der Frau, mit einer Frau in einer Ehe mit Kind, das geht gar nicht, obwohl sie ja wissen sollte, naja, sie weiß ja, oh mein Gott, das ist so. Und Lea ist, glaube ich, auch, also sie ist so vom Verhalten her auch ziemlich wie Melody, so eher sprunghaft, und okay, eigentlich war sie ja mit Hans wirklich ziemlich lange zusammen, und ja, sie war halt einfach enttäuscht. Ich glaube, jetzt durch diese Enttäuschung von Hans / Paul ist sie jetzt so geworden, dass sie halt so sprunghaft ist und halt auch gern fremd geht, weil sie sich halt auch noch selber finden muss. Ich glaube, die sind vom Charakter mittlerweile doch ziemlich gleich, und ich glaube, ja, bestellt euch erstmal was und dann gucken wir mal weiter. Hier ist ja gerade nicht so viel los, das ist ganz gut. Und dann musst du dir das einfach mal erzählen, dass du einfach nicht weißt, wie du weiter willst, obwohl zwischen den beiden ja auch kurze Zeit so ein bisschen romantisches Geplänkel war. Aber das hat sich ja mittlerweile halt auch verflogen, und sie sind wirklich nur Freunde. Gut, die Avantgarde ist... Genau, das ist hier nämlich auch noch... Oh, das ist der Ex-Freund von Sophia. Das ist der Ex-Freund von Sophia, ja. Also, da ist Axel wirklich ein ganz anderer Schlag. Also, die sind wirklich... Sie sind so vom Äußeren wirklich komplett anders, und eigentlich gehört die Sophia zu den Idolen dazu. Also sie steht auf also sie findet Aussehen wichtig, sie findet Kleidung wichtig, und dann ist, glaube ich, ja, den Axel, den kann man eher dazu kriegen als, also sie, ja, sie ist ja super schlank und scheint Fitness und alles wichtig zu nehmen, und er scheint es eher nicht so zu tun mit High Society, er steht auf Essen und Avantgardisten, er liest halt gern. So, ist jetzt irgendeiner hier, kann ich dir das in Ruhe erzählen? Okay, die Alessia Schneider ist da, aber ist egal. So. Ich muss dir das jetzt einfach erzählen. Lea, halt jetzt mal bitte die Klappe. Ich möchte dir was erzählen. Lea, ich habe Scheiße angestellt. Voll die Scheiße. Ja, nicht Müll, sondern... Nein, auch nicht mit dir. Also, das liegt nicht an dir. Ich weiß... Ach, lass mich doch erstmal aus... Oh, verdammt. Verdammt. Nichts sagen. Alessia, Saskia ist hier. Oh nein, warum ist Saskia hier? Ich wollte auch... Nein, das geht ja mal gar nicht. Wir wollten jetzt eigentlich mal mit ihr einspringen. Ich bin auch extra in das Café gegangen, wo wir nie hingehen, Saskia. Warum musst du jetzt ausgerechnet hier hinkommen? Dann lass uns einfach... Lass uns rausgehen. Lass uns nach draußen hinsetzen und reden. Lass uns sofort nach draußen hingehen und reden. Bitte. Ich möchte nicht. Danke.
Sie soll einfach nur sehen, dass ich hier. Ich hoffe. Oh, sie verfolgt mich bestimmt, oder? Die passt voll auf mich auf. Bitte, jetzt komm mal hier hin. Lea, ich möchte mit dir reden. Die möchte unbedingt da sitzen. Oh, Clara auch noch da. Das wird ja immer schlimmer, wenn Clara das alles mitkriegt. Ich glaube, der Plan ist jetzt mal richtig schief gegangen, uns mit Lea hier zu treffen. Lea. Nein, du verrätst ihr gar nichts, ja? Du bist. Nein, du verrätst ihr das nicht. Ihr unterhaltet euch nicht. Ja, ja, ich denke daran, dass du das nämlich machst. Du bist still. Nee, sonst ich werde dich vernichten, wenn du ihr da was von erzählst. Sie ist mir wichtig auf eine Art und Weise. Ich weiß nur noch nicht wie. Die beobachtet mich. Sie passt auf mich auf. Ja, wir wollten uns halt hier treffen. Ist ja voll zufällig, dass du auch da bist. Ich hatte so lange nicht mehr mit Lea gesprochen. Und yay. Und es ist alles gut und nichts ist passiert. Alles ist klasse. Oh, das kann echt nichts Gutes werden, wenn wir jetzt hier sind. Gelma, Bamboo. Oh, aha. Wutuni, Nardwish. Wie, du hast ein Problem in deiner Wohnung. Dann musst du doch hier nicht hinkommen. Also ich stink nicht, ich bin sauber. Ach, das stinkt, deswegen kriegen die sich alle auf. Komm, wir gehen irgendwo anders hin. Tut mir leid, wir wollten jetzt auch weg und wir wollten ins Fitnessstudio. Ja, wir wollten zusammen ins Haus der Gezeiten und du kommst, ja, du stehst ja nicht so auf Fitness, Saskia. Also, ja, wir sehen uns dann irgendwie dann morgen, heute Abend oder so. Ich wollte mit ihr erst einen Kaffee trinken gehen und dann so einen schönen Fitnessstudio. Machen, so als Freunde. Oh, ich glaube, die Saskia macht sich da auch ein bisschen Sorgen, dass da halt irgendwie was laufen könnte. Und heiß. Und ich frage sie jetzt einfach mal, was hältst du von Saskia? Du. Oh nein, die Abtrünnigen. Du findest. Oh nein, ich mag sie, sie ist echt cool. Und was hältst du von. Was hältst du von Caroline? Belindy. Verbane. Vobi Ibsa Bibdo. Quas. Freshna Epitoy. Quimba Maline. Nahara Epitoy. Ja, sie ist ziemlich leise geworden auf einmal. So, Du hast sie noch nicht kennengelernt. Okay, das ist dann halb so schlimm. Also. Ja, wir haben. Ich weiß es nicht. Sergio. Gut, alles okay. Nicht, dass jetzt ihr Freund oder ihr Mann auftaucht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Kannst du das verstehen, Lea? Verdammt. Ich bin auch nie allein, oder? Egal, wo ich hingehe. Dann lass uns doch sitzen. Hier. Die Idole am Treffen, oder? Das sieht so voll nach einem Idol-Treffen aus. Ja, deswegen sind sie da. Da kann ich auch gleich nach Hause reisen und das einfach mal absagen. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Wir reisen alle ein. Soll sie da bleiben? Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich mit der Lea reden und einen Rat einfach haben von ihr. Wie ich da jetzt endlich vonstatten, was ich da jetzt machen soll. Und ja, vielleicht muss ich mal online chatten oder was auch immer, in Foren gucken und es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Dann werden wir jetzt einfach mal das Internet durchsuchen. Dann gucken wir einfach mal im Internet, was wir da so alles finden dazu.
Irgendwas ist schon wieder. Und soll das denn doch reparieren? Oh mein Gott. Du willst dich jetzt echt in aller Öffentlichkeit mit mir im Nachtclub treffen, um eine Verabredung? Nee, das... Ich weiß es. Nein, ich kann nicht. Oh, das macht's ja noch schlimmer. Oh mein Gott. Das macht's ja noch schlimmer. Ich glaube, ich werde mich jetzt... Es ist Sonntagnachmittag, ich treffe mich jetzt einfach. Aber die kann auch zum Nawal, ne? Oh. Okay, ich recherchiere jetzt erstmal im Internet, dann fahre ich nach Pan-Europa, dann hole ich mir die Leute. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das da weitergeht, wie die Melody jetzt zurechtkommt. Sie ist ja momentan wirklich ziemlich verwirrt. Bei Axel scheint alles in Ordnung zu sein. Er ist super glücklich, super verliebt und freut sich eigentlich darauf. Also er hat seinen ersten Kuss erlebt. Er denkt schon an Techtelmechtel mit ihr und er scheint auch wirklich schnell in der Beziehung voranzugehen, gefühlt. Also er will wirklich ziemlich schnell ziemlich viel von ihr. Das ist ja doch schon ganz schön heftig. Und ja, mal sehen, wie das halt weiterläuft. Aber das sehen wir dann in einer neuen Folge wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.